herzlich willkommen hier in der Wackerburt. Ich bin die Schmidi. Mein Name ist René. Hallo. Ich bin der Bernd aus Blauen und bin Hosenfan seit ca. 1984. Wir zwei haben nämlich die ganze Scheiße hier so, sagen wir, 84 gegründet. Mit Plattenkaufen und so, allen drum und dran. Und seitdem sind wir unterwegs. Hey, das ist mal ein Outfit, sag mal. Ja? Also das kann man jetzt schon sagen. Ihr seid definitiv die gepflegtesten. Jetzt ging es eigentlich schon mit dem Original los. Also unter falscher Flagge direkt. Die hattest du irgendwie. Platte geschmuggelt, aus dem Westen rüber geschmuggelt da. Und das war eigentlich unsere erste LP oder meine erste LP. Und die ist dann halt auf 1000 Kassetten überspielt worden und ging dann von Kumpel zu Kumpel weiter. Und das waren eigentlich so die Anfänge. Die Bühnenfarben sind schon geil, ne? Super warm. Also, sieht so 60s-mäßig aus. Modern jetzt. Du hast ja einen kompletten Lehrlingsmonatslohn hier gedonnert für eine Platte. Die einzigen Ängste hattest du eigentlich bloß, dass es eine billige Raubkopie aus Ungarn, Polen oder sonst sowas war und keine Originale. Und da waren dann auf den B-Seiten, A-Seite war Rolling Stones und B-Seite war irgendwelche ukrainische Volksmusik. Da bist du wahnsinnig geworden. Du hast dann B-Seite gedreht, hast dich gefreut wie Hanse und dann ging dieses Gelorge los, weißt du? Es war schon hart. Leider bin ich immer noch voll im Arsch. Jetzt schon den 8. Tag, wird irgendwie nicht besser, so Grippe, Erkältung. Ich habe ja die Vermutung, das ist die isländische Vogelgrippe, die ist sehr heimtückisch und gefährlich. Und da muss man höllisch aufpassen. Eigentlich ist es ja die Pinguingrippe, die von Eisbären auf Pinguine übertragen wurde und dann auf Möwen. Und ich vermute mal, in dem Hotel, wo wir in Island waren, dieses Hühnercurry, dass das nicht wirklich ein Hühnercurry war, sondern vielleicht eventuell ein Möwencurry oder sowas. Also das ist ein schöner Wein. Ist das gut? Ja, das ist lecker. Oh, maybe the venue bought that, not Tino. Ein schöner Wein, like Goethe. When Tino buys it, it's 149. This is when the venue buys it, it's like 179. It's always, if we have a screw one, it's always really good. Übel. It's a long way to the top when you're on the rock and roll.